wenn es die Personalsituation beider Seiten auch zulässt, eine Regelmäßigkeit in den Anfangsschulen, das dementsprechend auch zu kontrollieren. Aber wir stoßen dort, wie gesagt, auch an Grenzen. Und von daher merken wir das gerade in den ländlichen Ortsteilen, dort, wo wir halt Kopfstrukturen haben, dass es durchaus sinnvoll ist, den kurzen Dienstweg und wie Frau Heimel das so schön gesagt hat, das Kennverhältnis und die festen Strukturen vor Ort sind einfach auch ein großes Pult. Das muss man an der Stelle auch sagen und nicht dann betrachten. Und das ist eben in der Innenstadt dementsprechend nicht der Fall. Zum anderen haben wir das Thema Jugendarbeit, das ist ja auch mehrfach angesprochen worden. Ich freue mich auch, dass Frau Semp heute da ist. Frau Semp ist nämlich unsere moderne Leiterin Jugendarbeit, bei uns jetzt seit 1.1. hier in der Stadt tätig. Und dann haben wir auch gesagt, Streetworking ist eine andere Art, also das ist ein Fachbegriff, eine andere Art Jugendarbeit. Wir machen aufsuchende Jugendarbeit. Das heißt, das machen wir neu. Der Träger, der das vorher gemacht hat, hat das leider nicht umsetzen können. Und